Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Spieltest. Und zwar haben wir hier Mini Metro. Und zwar ist das so ein Spiel, wo man Zugstationen quasi miteinander verbindet, wie ihr auch im Hintergrund schon seht. Fahren dann da so kleine Züge drauf rum mit verschiedenen Formen drauf. Ihr seht, da gibt es Quadrate, Dreiecke, Kreise. Und die müsst ihr dann immer wieder zu verschiedenen Stationen bringen. Und das Ziel ist quasi, einen Highscore zu erreichen, also so weit wie möglich, bevor man verliert. Und ich finde das Spiel ganz interessant. Ich habe das vor ein paar Monaten, glaube ich, schon quasi gekauft. Das hat 1,19 Euro gekostet, inzwischen kostet das 5 Euro. Das war da zu dem Zeitpunkt halt rabattiert, deshalb habe ich es mir einfach geholt. Es ist ziemlich interessant, es gibt viele verschiedene Level. Unter anderem eben auch Berlin. Und ja, es sind eine ganze Menge. Ja, also es kann schon eine ganze Weile dauern, bis das dann fertig ist. Aber ich würde als allererstes einfach mit dem ersten Level beginnen, nämlich London. Und ich werde wahrscheinlich zwei Videos machen und danach werden wir dann wahrscheinlich Berlin nehmen. Wir beginnen einfach mal mit London. Und dann seht ihr, wir haben hier diese drei Formen, die müssen wir miteinander verbinden. Und dann seht ihr, ist da so ein kleiner Zug, der dann da entlang fährt. Das Blau hier ist ein Fluss, ja, der fließt halt durch London durch. Und ihr seht hier diese gestrichelte Linie, das ist quasi ein Tunnel, den man verwendet, den seht ihr auch links. Man hat nur eine begrenzte Anzahl an Tunneln, an Zügen und auch rechts an verschiedenen Linien. Und man muss es eben möglichst effizient aufbauen, sodass man ja möglichst viele Punkte bekommt, bevor eine Station komplett überladen ist. Und momentan sieht es eigentlich ganz gut aus. Wie machen wir das? Ist tatsächlich ziemlich schwierig, jetzt da was zu machen. Ich will nämlich ungern hier über den Fluss drüber gehen. Oder zweimal über den Fluss drüber gehen. Das fällt mir nicht. Wie wäre es, wenn wir das so machen? Ja, ich glaube, das wird schon. Ein großes Problem Richtung Ende des Spiels wird es vor allem, dass man nicht mehr genug Quadrate hat. Also man hat sehr viele Dreiecke, übermäßig viele Kreise, also die Station, und quasi gar keine Quadrate. Und im Grunde ist das Ziel, die Quadrate möglichst effizient ins Netz einzubinden. Und hier in London würde ich sagen, dass man auf beiden Seiten mindestens ein Quadrat benötigt, damit man irgendwas Effizientes bauen kann. Sonst benötigt man zu viele Tunnel und ihr seht, wir haben jetzt schon keine Tunnel mehr. Da muss man da ganz schön aufpassen. Jedenfalls ist es schon Samstag. Jede Woche kriegen wir einen neuen Zug und eine andere Sache, die wir uns dann aussuchen können. Und ja, wobei, ich würde das vielleicht so verbinden. Da kriegen wir eine Lokomotive. Jetzt können wir aussuchen, Linie oder Waggon. Am liebsten würde ich natürlich Tunnel nehmen, weil die sind relativ selten. Aber ich denke mal, wir nehmen einen Waggon. Wir haben noch eine Zuglinie. Ein Waggon kann nicht schaden. Und dann lassen wir das einfach mal noch ein bisschen weiterlaufen. Seht ihr auch überall die kleinen Kästchen, die da erscheinen. Also einmal Quadrate, Kreise und Dreiecke jeweils an den Stationen. Und die müssen dann eben zu den anderen Stationen gebracht werden. Und da haben wir eine neue Station. Wie binden wir die denn ein? Ich würde tatsächlich sagen, jetzt können wir das so machen. Machen das mal so. Es ist nicht besonders gut, weil wir dann zwei Kreise direkt hintereinander haben. Aber da kann man nicht wirklich viel dagegen tun. Genau, das ist eben das Problem. Und da haben wir schon ein neues Quadrat, leider auf der Seite. Aber hey, es ist besser als nichts. Ich glaube, ich packe da einfach noch einen Waggon dran.
da haben wir einen neuen Kreis. Ich würde sagen, vielleicht machen wir eine neue Linie, die dann irgendwie so verläuft. Und die Woche 3 haben wir erreicht. Linie, Waggon. Ja, nehmen wir mal jetzt eine neue Linie. Da haben wir gerade die blaue Linie gemacht, die das dann ein bisschen verkürzen soll. Da brauchen wir auch keinen Tunnel, das ist sehr schön. Aber an sich sollten diese Überkreuzungen nicht stattfinden, weil das verlangsamt die Züge. Deshalb denke ich, machen wir es vielleicht einfach so. Und damit haben wir quasi Überkreuzungen vermieden. Ich glaube, ich mache aus der roten Linie so eine Ringbahn. Und dann schicke ich, Moment, das geht im Uhrzeigersinn, dann gehen wir mal mit einem zweiten Zug gegen den Uhrzeigersinn, damit beide Richtungen gut abgearbeitet werden können. Oh, da haben wir jetzt ein Dreieck und das ist extrem weit weg. Haben auch keine Tunnel mehr. Ja, ich fürchte, wir müssen das so machen, dass wir dann die gelbe Linie dazu bringen müssen. Und wir haben hier eine Raute. Das ist so eine Spezialform quasi. Von denen gibt es nur eine einzige. Und die sind dann auch eben schwierig mit allen anderen zu verbinden. Aber ich würde sagen, wir machen das einfach erstmal auf unsere rote Linie drauf. Das ist dann quasi unsere Hauptlinie, unser Hauptnetz. Hier kommt es natürlich auch zu diesen Überschneidungen, die ich nicht möchte. Aber so funktioniert's. Sehr schön. Überschneidungen an Bahnhöfen selber, die verändern das nicht. Wenn sich die hier zum Beispiel überschneiden, dann hat das einen Effekt auf die Geschwindigkeit. Daher sollte man das möglichst vermeiden. Und wir haben wieder Sonntag, ja. Eine weitere Lokomotive, oh, eine neue Linie oder ein Umsteigebahnhof. Umsteigebahnhof lässt euch quasi die Station, die wir schon haben, vergrößern. Die können dann mehr Passagiere beinhalten und werden damit seltener oder langsamer überladen. Ah, ich glaube, ich nehme einen, damit wir den haben. Man kann es quasi auch im Notfall nutzen, wenn eine Station vollkommen überfüllt ist, dann schmeißt man es einfach drauf und dann hat man ein bisschen mehr Zeit geschaffen. Da haben wir noch einen Kreis. Das tut weh. Ich würde sogar sagen, vielleicht machen wir das so. Nehmen die blaue Linie dort wieder weg. Denn die blaue Linie ist wirklich nicht dafür geeignet, viel Passagiere herumzubringen, weil sie nicht mal eine Verbindung zum Quadrat hat. Haben wir noch ein Dreieck. An sich läuft es ganz gut. Da haben wir 3, die sich aufgestapelt haben, mal auch 4. Aber nicht besonders viele. Also soweit ist alles ganz in Ordnung. Die blaue Linie wird ein bisschen voller gerade. Machen wir wahrscheinlich... Oh, jetzt haben wir hier dieses Pizzastück oder Melonenscheibe oder so, irgendwie sowas. Oh, wir bekommen 2 Tunnel, das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Was machen wir mit der Melonenscheibe da? Erstmal verbinden wir das. Vielleicht können wir hier ein bisschen aushelfen. Komm schon, ich will das loswerden. Wir haben noch ein Quadrat wieder auf der Seite des Flusses. Das ist nervig. Ich überlege, ob wir einfach die blaue Linie... Ja, vielleicht so laufen lassen. Weil das andere kann jetzt hellblau machen.
Da haben wir auch zwei Quadrate drin, ist also an sich ziemlich gut. Ja, ich glaube, das machen wir. Lassen wir das einfach mal laufen. Da haben wir noch einen Kreis. Das ist. Ja, hellblau ist nicht besonders effizient. Ich glaube, da packen wir auch einfach, keine Ahnung, hier hin noch einen Zug. Und dann schauen wir mal. Bisher sind alle Quadrate oben und sogar relativ dicht aneinander, die beiden hier. Ist ein bisschen doof, aber kann man nicht ändern. Da haben wir noch einen Kreis. Ungern würde ich das machen. Wir haben schon so viele Kreise und Dreiecke hintereinander, aber wir haben eigentlich keine andere Möglichkeit, das zu ändern. Schauen wir mal. Da haben wir noch einen Kreis. Machen wir das mal so. Wenn die quasi nur so rechte Winkel drin haben, dann können sie auch durchfahren, wenn da keine Passagiere sind. Aber wenn es so schärfere Ecken sind, wie beispielsweise hier, dann müssen die da auf jeden Fall stehen bleiben und umdrehen. Wow, aber da ist direkt ein Kreis an der Linie gekommen. Okay. Neue Lokomotive. Ja, ich hätte so langsam gerne mal eine neue Linie. Sonst wird das ziemlich schwierig mit nur vier Linien. Und ich sehe, es wird immer voller. Ich glaube, wir packen hier an den blauen Zug da einen Waggon ran. Und hier dunkelblau noch ein weiteres, weil das fährt zu den besonderen Stationen. Zum Fünfeck, zur Raute, zum Pizzastück. Um die schnell loszuwerden, müssen wir da was machen. So, das kann zumindest einige mitnehmen. Ja, die Blaustrecke wird immer länger. Hat dementsprechend jetzt sehr viele von den Zügen. Obwohl Rot auch einen weiteren Zug jetzt gebrauchen könnte. Das kriegen wir wahrscheinlich nicht perfekt hin. Ja, wobei, so sollte es gehen. Ja, die ausgefüllte Linie bedeutet, dass der Zug, der da lang fährt, nicht in die Station reingeht. Das wollen wir auch gar nicht. Die Linie ist ja an sich schon lang genug. Ich glaube, ich nehme das hier weg. Und wir haben noch ein Quadrat. Hey, drei Quadrate im genau selben Bereich. Das ist schwierig. Sehr schwierig. Noch ein Kreis, juhu. Ah, wir können es nicht einbinden. Wir brauchen eine neue Linie. Wir müssen jetzt hoffen, dass wir jetzt gleich eine Linie bekommen. Ansonsten wird schwierig. Wir kriegen keine Linie. Ah, das Spiel mag mich nicht. Ja, okay, wir nehmen den Waggon. Wir haben schon einen Umsteigebahnhof. Ich glaube, ich packe den Waggon auch auf den roten Zug da, der eben in die andere Richtung fährt. Und wir haben das Kreuz. Aua. Ja, da sind jetzt sehr viele Züge unterwegs. Ich glaube, wir müssen die gelbe Linie ein bisschen länger machen und die blaue ein bisschen kürzen. Zum Beispiel den Kreis da kann Gelb auch noch mitnehmen. Es sind drei hintereinander, das ist unschön, ich weiß. Aber da können wir leider gerade nicht viel dagegen tun. Das Quadrat in der Mitte wird sehr voll. Und da haben wir noch einen neuen Kreis. Und noch einen neuen Kreis, also ja, ich glaube, das wird nichts mit dem Spiel.
Also da werden wir nicht viel Punkte bekommen, jedenfalls nicht mehr als ich davor schon bekommen habe. Es gibt im Grunde keinen guten Weg, die miteinander zu verbinden. Außer wie so zum Beispiel. Ja, das sollte funktionieren. Packen wir aber auch noch einen neuen Zug drauf. Wir brauchen jetzt gerade wirklich zwei Dinge. Ein Quadrat unten, wo wir dann alle unteren Stationen dran binden können. Und eine neue Linie. Ah, das ist einfach noch ein Kreis unten rechts. Da ist eine Station in Blau, die sich gerade stark auffüllt, aber wir können einfach nichts dagegen tun. Okay, die blaue Linie verbindet jetzt einfach alle besonderen Felder. Jetzt haben wir hier das Pizzastück, den Stern und das Kreuz und das Fünfeck. Also, ja, das wird echt schwierig. Ich glaube nicht, dass wir es viel länger durchhalten werden. Da brauchen wir noch einen neuen Zug bei Gelb, der dann ein bisschen die Passagiere mitnimmt. Da oben müssen wir es auch noch verbinden. Wir kriegen halt einfach keine neue Linie. Damit wird es quasi unmöglich, viel weiter zu spielen. Ja, wir haben tatsächlich sehr viele Tunnel. Ja, aber was können wir mit denen anfangen? Ich meine, vielleicht könnten wir das da machen. Aber das verlängert die Route von Hellblau immens. Vielleicht bringen wir es auch noch runter. So alles zum Quadrat. Vielleicht noch das Dreieck dazu. Kreis hier wird schwierig. Es wird sehr schwierig. Kann ich irgendwie irgendwo einen Zug wegnehmen? Den blauen hier zum Beispiel. Dass der dann möglichst viele davon mitnimmt. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ah, ganz knapp. Ganz knapp zu spät. 1128, ja. Ein kleines Foto davon. Und mache ich mal eins. So, und im Grunde war es das damit. Ja, wir haben nicht ganz mein Highscore erreicht, aber da hatte ich auch deutlich mehr Linien. Ich glaube, ich hatte 6 oder 7 schon. In dem Fall hatten wir nur 4 und wir haben auch 2 oder 3 Wochen hintereinander einfach gar keine bekommen. Daher, ja, ein bisschen Pech gehabt, könnte man sagen. Ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir einfach Berlin, um quasi den zweiten Teil vom Spieltest zu machen. Danach kommt dann eine Abstimmung, ob ihr es weiter sehen wollt oder nicht. Wenn nicht, dann suche ich mir etwas anderes. Wenn ja, dann schauen wir mal, ob wir hier alle einmal durchspielen können. Und ich glaube, die werden auch nicht unbedingt leichter. Ich glaube, London ist da so ziemlich das Einzige. Vor allem, weil jetzt eben nur einen einzigen Fluss hat. Wenn man sich hier so umschaut, New York, Chicago, Budapest, die haben alle mehrere Flüsse oder zumindest, keine Ahnung, Seen oder so. Oh, ja, das wird auf jeden Fall schwierig. Daher mal schauen, was daraus wird. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.